Wenn die wieder eine Mehrheit haben, machen sie es. Und es ist eigentlich ärgerlich, dass er so feig ist, es einfach zuzugeben. Er könnte ja einfach sagen, okay, dafür stehe ich und dann gucken wir mal, ob CDU und FDP gemeinsam eine Mehrheit kriegen oder die drei Linken. Das ist eine faire und klare Auseinandersetzung. Darum geht es in Wirklichkeit auch. Und ich hoffe auch sehr, dass alle, hab das den Journalisten gesagt, hier, die ja mit hinters Licht geführt worden sind. Sind ja nicht nur die Wähler betrogen worden, sondern es sind ja auch viele Interviews dazu gegeben worden, vor der letzten Wahl, eben zu sagen, man tut etwas nicht, was man nachher um des Zwecks des Machterhalts getan hat. Jetzt gibt es das nicht mehr. Kein Wähler in Hessen kann sagen, er hätte nicht gewusst, was da passieren kann.